Tokio Monogatari. Ein wunderbarer Film. Und der Karton ist doppelt so hoch. Natürlich, weil der Film so lang ist. Ja. Archive Print. Ein schöner Film, ein Geschenk. Er hat keine Untertitel, glaube ich. Aber es ist ein Geschenk. Mehr als 16.000 Filmkopien lagen im Archiv des Arsenal. Erika und Ulrich Gregor sind sozusagen die Gründungseltern. In Berlin haben sie das Kino Arsenal gegründet und das internationale Forum des jungen Films 30 Jahre lang geleitet. Die Sektion der Berliner Filmfestspiele, die sich dem künstlerischen Film und den filmischen Experimenten widmet. Wir haben gedacht, wenn die hier die große Berlinale machen, zeigen wir, was wir können. Wir können vielleicht sogar dasselbe machen mit viel geringeren Mitteln. Nein. Und machen sogar noch besser als die, ohne Geld, als die Spaß. Offizielle Berlinale. Mir hat das Spaß gemacht. Zwei ganz wichtige Schlüsselfiguren. Meine ganze Beziehung zum deutschen Film kommt hauptsächlich über die beiden. Draußen stand Erika. Und neben ihr standen zwei Frauen. Und Erika sagte, was, ihr seid hier? Drinnen läuft der Film von einer Frau und ihr seht ihn euch nicht an? People like Ulrich and Erika made me feel like I really was a filmmaker, you know? And I might have stopped at that point. Du warst es, der die Diskussion geleitet hat, und da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Dann sind wir wohl diese Treppe heruntergegangen und ich habe gesagt, bitte, bitte wiederkommen. Und wir zeigen auch humanistische Filme. Sowieso zeigen wir immer humanistische Filme. Manchmal ist man in den Saal gekommen und sozusagen das Publikum hat mit dem Film geatmet. Und ich wusste, das ist es. Das ist jetzt der Moment, wo der Film ein Erfolg wird, der Regisseur berühmt wird. Und es ist alles gelaufen. Das spürte man im Kino.